Heute mal ohne Game Sound. Auch mal so als Spieler über die Map mache ich öfters. In der Früh mache ich immer so eine halbe Stunde als Admin und nachmittags auch, abends dann eventuell, wenn es nötig ist. Ansonsten laufe ich als ganz normaler Spieler rum. Und ja, das ist unser eigener Custom Server. Da sind mittlerweile auch sehr gute Freunde von früher drauf. Die kenne ich schon, mein Gott, mit denen habe ich, glaube ich, 2 Jahre lang gespielt. Dann haben sie Pause gemacht in Rust und jetzt spielen sie wieder. Das finde ich super. Und den Server haben wir auch, habe ich entsprechend konfiguriert. Also, den Nachtzyklus ist schon mal wesentlich geringer, nur 6 Minuten. Tagzyklus habe ich gleich gelassen, das heißt 60 Minuten. Bradley kommt alle 30 Minuten wieder, wenn man ihn niedermacht. Ja, beim Sammeln, Schwefel bleibt bei mal 1, werden wir jetzt auch gleich sehen. Das heißt, ich habe ja einen Trank eingeworfen, da kriege ich 900 raus. Das ist normal. Und wenn man hier mal was anderes sucht, dann findet man nur Schwefel. Leider muss ich euch ein bisschen gedulden. Kommt dann später mal was anderes. Und ja, da laufe ich halt jetzt über die Map. Guck mal. Sammle ein bisschen ein. Was haben wir noch Besonderes auf dem Server? Ja, wir haben Holz, zeige ich jetzt nicht. Mal 4. Weil Holz zum Schmelzen etc. braucht immer mehr. Schwefel haben wir mal 1 gelassen. Steine sind mal 2. Und das Metall abbauen, die Metallnutz abbauen, sollten mal 3 sein. Das sehen wir aber dann gleich noch. Und ja, haben noch einige andere Dinge. Wir haben etwas schnellere Öfen, die produzieren oder schmelzen doppelt so schnell. Die Stellen, an denen man ungeliebte Gegenstände schreddern kann, zum Material, die funktionieren auch doppelt so schnell. Und ja, da macht es einfach auch mehr Spaß. Und was wichtig ist, wir haben eine Stackgröße von mal 3, also 3000 Steine oder was auch immer, auf einem Stack. Und natürlich kann man die auch im TC mal 3 legen. Dadurch hält dann auch so eine Base auch länger, auch wenn es ein bisschen größer ist. Und das sind jetzt, glaube ich, Steine. Wir nachher mal schauen. Das seht ihr ja immer, was ich gesammelt habe. Und ja, wo war ich gerade bei? Ja, das sind von mir gebaute kleine Minibasen. Die darf man auch offline raiden. Immer wenn dieses Garage dort zu sehen ist, ist das offline raidable. Ansonsten ist offline raid verboten für normale Basen. Weil es einfach für die Spieler ziemlich doof ist, wenn sie über Nacht dann wieder alles verlieren, wieder von vorne anfangen. Finde ich auch nicht so toll und prickelnd. Darum ist es generell auf dem Server verboten. Man kann sich so schnell wieder aufbauen, aber trotzdem, bis man die Sachen alle gesammelt hat, das dauert halt doch eine gewisse Zeit und es macht einfach dann keinen Spaß, wenn man offline geradet wird. Redet ihr trotzdem offline, da muss ich offen und ehrlich sagen, da gibt es für mich keine Verwarnung, sondern da gibt es dann gleich einen Bann. Und zwar auch permanent. Bei anderen Sachen, wenn ich was sehe, Xen etc., dann rühre ich mich schon, dann melde ich euch erstmal mit einer Verwarnung und dann. Ja, da so schöne Bär. Okay. Ja, alles, was man so kriegt an Sachen, sind mal 2. Egal ob in Lootkisten, in Fässern, in den Essenskisten, hier beim Abbauen von den Bären, es ist alles mal 2. Auch natürlich das Scrap ist mal 2. Das ist endlich mal ein Server, auf dem man dann auch so Sachen lernen kann wie Zahnräder oder Federn und dann Scrap und HQ hernehmen kann, um die herzustellen, weil man dann irgendwann mal kein Scrap mehr braucht. Schwefel ist mal 1, darum nehme ich auch jeden Schwefelnote mit, den ich finde. Warum habe ich Schwefel auf mal 1 gelassen? Ihr könnt es euch denken, weil sonst die Raids einfach. Ah, da bin ich schon voll. Da schmeiße ich ein paar Sachen weg. Unglaublich nervig finde. Dass dann zwei, dreimal am Tag geredet wird, weil man genug Schwefel produziert. Also haben wir Schwefel ein bisschen reduziert auf mal 1 wieder, damit die Leute nicht so schnell ihre Sachen herstellen können.
Die Map ist eine No-Vibe-Map. Ich verlasse die so lange wie es geht ohne Vibe. Weder Blueprint noch Map-Vibe. Leider war beim letzten Update, wo das neue Funktionen dazu kamen, wurde ein Zwangsvibe ausgelöst. Das heißt, alle Bauten waren weg. Ich helfe den Leuten natürlich immer wieder beim Aufbau. Wenn ihr umkommt und ich stelle fest, ihr seid neue Spieler auf dem Server, dann kriegt ihr von mir auch ein bisschen was in Richtung Abbau. Also meistens entweder eine Kettensäge mit Treibstoff und einen Presslufthammer oder anderes mit Heilwerkzeug, mit dem man schneller was abbauen kann. So könnt ihr euch ganz, ganz schnell aufbauen. Wie gesagt, Offline-Raids sind ja verboten. Von daher gesehen könnt ihr euch in Ruhe aufbauen. Die Map ist eine PvP-Map. Wir haben mal angefangen mit PvE, allerdings hat sich das nicht so, naja, sagen wir so, der Spielspaß hat sich nicht so eingestellt. Jetzt ist es eine kleine PvP-Map. Wir haben auch die neue Military-Tunnels drauf, da laufe ich jetzt gerade dran vorbei. Da gibt es so einen Hintereingang. Und jetzt laufe ich zum Haupteingang. Schauen wir die mal an. Also dafür haben wir leider das Depot von der Karte nehmen müssen, denn alles passt nicht auf die Karte, alle Monumente. Da muss man entscheiden, was einem wichtiger ist. Und viele Spieler haben gesagt, sie wollen das neue Monument anlaufen. Dann habe ich gesagt, okay, ich selbst habe es probiert, ohne irgendwelchen God-Mode. Und ich komme noch nicht mal um die erste Ecke. Es ist also mindestens dreimal so viele NPCs in den Tunnels unterwegs wie auf den Oilrigs. Alleine fast keine Chance. Also selbst mit einer Sniper, man sieht die nicht, die stehen im Dunkeln, dann wird man schon angeschossen. Ein Hündchen, dann machen wir mal dann Fressoftämmerchen nieder. Ja, alles in allem halt ein relativ ausgewogenes Setting. Wir haben einen Discord-Server. Ich bitte darum, dass ihr euch da anmeldet. Da werden auch immer Events von mir geschrieben in dem Reiter-Event. Bei dem Event-Writer oder Kanal Gamertag könnt ihr euch eintragen und dann weiß ich auch ungefähr, wann ihr angekommen seid. Wenn nämlich jemand on ist, dann schaue ich immer, schreibe das Datum auf, wenn ich die finde. Wir haben 7 Tage Zeit, sich auf Discord zu registrieren und dann werden sie mit einer Verwarnung erstmal ausgestattet, sich bitte zu registrieren. Wenn es dann nach 3 Tagen immer noch nicht der Fall ist, ja, dann fliegen sie halt vom Server. Das ist mir relativ egal, ob wir viele Spieler haben. Ich will vernünftige Spieler auf dem Server haben. Und dazu gehört auch, dass man sich unterhalten kann. Also ohne Mike kein Spielen auf dem Server und ohne der deutschen und englischen Sprache mächtig zu sein, zumindest soweit, dass man sie verständlich machen kann, auch nicht. Ich hatte schon einen Fall, den habe ich dann gebannt. Ich schwebe über ihm als Admin, spreche ihn an in Englisch und in Deutsch und er reagiert nicht und beschießt mich und läuft weg. Und nach einer Viertelstunde, ich habe mir wirklich eine Viertelstunde Zeit gelassen, dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich dich halt kicken und bannen, weil es keinen Sinn macht. Wenn du nicht auf Admins hörst, dann was soll das? Und ich habe keine Lust, wenn er es eh schon nicht versteht, in der Sprache jetzt im Textchat zu probieren, hier mühsam mich durchzuquälen und auf der Ingame-Konsole irgendwelche Sachen zu tippen. Dafür ist mir die Zeit einfach zu schade. Ja, jetzt werde ich mal einen Teleport machen als Admin. Sind die Freunde, die Base von den Freunden, die ich da erwähnt habe. Denen schmeiße ich jetzt ein bisschen was in ihre Schmelzöfen. Man sieht schon, meine Turrets bin ich registriert. Was würden die auf mich schießen, wenn ich da ganz offen hingehe? Ja, Metall kriege ich wieder genug. Schmeiße ich mal den ein bisschen was in den Ofen. Die würden es auch selber sammeln, aber ich gehe in der Früh immer Sammelaktion und alles brauche ich nicht. Dann schmeiße ich das rein und den schalte ich jetzt an und den Schwefel, den schmeiße ich auch rein, aber den schalte ich noch nicht an, weil da ist noch zu wenig drin. So, okay. Jo. Jetzt versuche ich da wieder rauszukommen. Ja, die haben so eng gebaut, dass man dazwischen nicht durchkommt. Aber ich habe schon fast gedacht. Ja. Auch mit Hüpfen nicht. Ich kann es zumindest nicht. Da auf der Seite ist auch zu eng. Auf der Seite auch. Ja, probieren wir es mal. Nee, klappt nicht. Also, laufen wir halt da vorne rum. Ja, die Tore sind alle an.
Okay, so. Also wie gesagt, wir haben die Stacks erhöht auf mal 3 und auch die Verfallszeit reduziert auf 0,5, sodass man so eine Base länger hat und nicht jeden Tag hier stundenlang sammeln muss, um die Base zu erhalten, aufrecht zu erhalten. Das wird meistens als, ja, als lästige Pflicht angesehen. Viele Spieler, die sammeln dann gar nicht in der Gruppe, was immer zu Konflikten führt im Zusammenspiel, wenn man dann sagt, ja, ich sammle den ganzen Tag und du spielst nur immer. Das wollen wir auch vermeiden. Es soll also für jeden Spielspaß entstehen. Und dazu gehört auch, dass man die Sammelaktion am Tag auf so eine halbe Stunde reduzieren kann. Ich brauche meistens so eine halbe Stunde, Stunde. Momentan ist er relativ leer. Es sind, glaube ich, mit mir 6 oder 7 Spieler und die mitspielen. Einen, der hat zwar gebaut, aber den sehe ich nie in der Base. Ich kann ja auch als Admin in die Basen schauen. Ich weiß nicht, wo der sich hingelegt hat oder ob er schon gestorben ist und nicht mehr umgekommen ist. Keine Ahnung. Dann wird seine Base irgendwann verfallen. Das ist auch okay. Ich habe jetzt schon das 8. Mal eine neue Base gebaut, weil mir die anderen alle nicht gefallen haben. Und ja, geht ja relativ schnell. Man hat relativ schnell wieder die Sachen beisammen, die man braucht. Und ich glaube, jetzt bin ich relativ zufrieden. Ich baue jetzt diese Raidable Basen auf. Je komplexer und je schwieriger die einzunehmen sind, je mehr Fallen oder Turrets die haben, desto höher ist natürlich auch, oder desto besser fällt natürlich auch der Loot auf, den ich da drin verteile. Die Basen sind natürlich nicht leer, da ist immer irgendwelcher Loot drin. Wir starten auch mal Sonderevents. Es gibt ja Sachen, die die Spieler nicht generieren können, aber ich als Admin generieren kann. Und ja, vielleicht werden wir sowas mal ein, zwei Mal machen. Gibt zum Beispiel einen Stromgenerator, den ihr Spieler nicht herstellen könnt. Ihr braucht immer noch, das Beste sind diese Windmühlen. Ich habe aber einen Generator, der hat 3 Abgänge mit jeweils 100 Ausgang und die laufen auch ohne Betriebsmittel, ohne Wind, ohne Treibstoff, ohne alles. Und da kann man natürlich in den Basen viel anders aufbauen, wenn man so ein Teil hat. Da reicht meistens 300 Energie für alles. Da hängt man an die 100er die Turrets dran, den zweiten 100er, was weiß ich, keine Ahnung, Licht oder Türen. Da ist noch immer eins frei. Dadurch, dass wir keinen Blueprint-Wipe machen, muss man nicht immer wieder neu sammeln und Sachen zusammensuchen. Die Scrap hat man relativ schnell beisammen. Ja. Jetzt laufe ich wieder zurück zu meiner Base. Ja, ist ohne Sound natürlich nicht so toll, aber jetzt mache ich erstmal hier die Sprache drauf und dann gucken wir mal. Jo. Ich finde es immer relativ lästig, wenn man was erklären will, erzählen will, wenn dann die lauten Geräusche vom Presslufthammer zu hören sind und dann die Sprache kaum mehr zu verstehen ist. Und daher mache ich das diesmal ohne Ton. Also ich fühle mich im Schneebiom zu Hause, sieht man auch meiner Rüstung, die ich anhab. Ich laufe meistens im Schneegebiet rum. Hat übrigens einen Vorteil, Leute mit Plattenpanzer und so weiter, Panzerung, die erfrieren schon mal, bevor sie zu dir kommen. Man muss sich so ziemlich überlegen, was man anzieht und was man nicht anzieht. Für normales Rumlaufen habe ich sonst immer nur Winterklamotten an, ohne Rüstungen, aber ich weiß ja nicht, hab nicht gewusst, ob ich jetzt in die Military-Tunnels reingehe. Habe ich jetzt aber darauf verzichtet, weil mir Sammeln einfach wichtiger war. Also eine Sammelrunde reicht mir für 2, 3 Tage. Hier liegt auch genug rum am Metall. Ja, wie gesagt, momentan optimal noch hier anzufangen auf dem Server. Es sind nicht so viele Spieler on und man kann sich relativ schnell aufbauen. Klar, es gibt Einschränkungen. Wie gesagt, Offline-Raids sind verboten, außer die von mir gebauten. Aber die erkennt man ja gleich an diesem Garage-Tor, der ich vorhin schon gezeigt habe. Bitte verwendet dieses Key nichts für eure Basen, sonst markiertet ihr als Offline-Raidable und das ist nicht unbedingt das, was ihr wollt. Oder vielleicht wollt ihr es auch, keine Ahnung, ihr könnt das gerne machen. Meine alten Basen habe ich alle dann Offline-Raidable gemacht. Ich habe da meistens auch die Sachen drin gelassen, bis auf ein paar für Neuaufbau. Eine davon ist schon geraidet worden, mehr oder weniger. Da standen auch noch meine ganzen Turrets drin und alles. Die waren allerdings abgeschaltet. Es waren nur ein paar aktiv und die haben sie halt dann leer gemacht. Ist ja okay.
Wie gesagt, es soll bei dem Server hier mehr an dem Spiel Spaß im Vordergrund gehen. Und je mehr Leute on sind, desto mehr Spaß macht es halt auch. Wir werden auch mal so PvP-Events machen. Ja, werde ich vielleicht so eine kleine PvP-Arena aufbauen oder wir nehmen irgendein Monument her und gucken, wer als letzter noch steht und der kriegt einen Preis. Also, da kann man viel machen. Der Server wird auch, egal ob jetzt viele Leute drauf sind, ihm viel nutzen oder nicht, der wird weiterlaufen. Die 17 € im Monat, das ist ein Preis, den man zahlen kann für 100 Spielerplätze. Die Server sind eigentlich relativ gut bei Chipotle. Bin zufrieden. Am Anfang hatten wir Probleme, dass der Server ein paar Mal am Tag einfach resettet hat, ohne dass wir das wollten. Dann haben sie dann auf einen anderen Server umgezogen und seitdem läuft alles problemlos. Ab und zu mal passe ich so die kleinen Anstellungen an, da muss ich ihn leider neu starten, aber es bleibt ja alles erhalten. Also Vibes, wie gesagt, gibt es nicht. Wenn jetzt mehr Spieler unten sind, dann werde ich mir aus dem vernünftigen Spieler mal ein, zwei rauspicken und denen Moderator-Status geben oder Admin-Status geben, weil dann wird es natürlich für mich alleine ein bisschen zu aufwendig sein, das Ganze zu moderieren bzw. ein bisschen Kontrolle auszuüben. Versucht es natürlich so gering wie möglich zu machen, aber es gibt immer wieder Unbelehrbare, also drei Leute habe ich schon kicken müssen und bannen müssen, weil die A sich nicht angemeldet haben und dann zusätzlich noch hier offline geradet haben wie die Blöden. Also mal einmal aus Versehen, wenn man nicht auf Discord war, okay, kann man tolerieren. Aber wenn man dann 7 Tage, 14 Tage sich auf Discord nicht registriert und trotzdem alle offline raidet, das ist dann für mich das Signal, dass die Leute hier nur Ärger machen wollen. Und der eine hatte auch den treffenden Namen Noob Killer. Den habe ich dann auch gebannt bannen müssen, weil der auch wirklich hier nur Unsinn gemacht hat. Und das war natürlich nicht so in meinem Sinne. Noch im Sinne der anderen Spieler. Wenn ihr was braucht oder wenn ihr Probleme habt beim Spielen, könnt ihr es melden oder ihr könnt auf Discord einfach schreiben, ich brauche irgendwas, dann komme ich bei euch vorbei und dann soll es nicht daran scheitern. Ich meine, als Admin habe ich auch Zugriff auf alle Listen, auf alle Gegenstände und kann euch dann schon mal aushelfen oder wenn ihr ein Problem habt, ihr habt eine Steinwand gesetzt, kriegt ihr natürlich nie wieder weg. Aber ihr habt euch verbaut, ich kann die auch wegmachen. Dazu gibt es ein Admin-Kommando, Intentity Kill und da kann ich das wieder mehr oder weniger für euch reparieren oder in der Base, ihr habt eine Wand reingesetzt, die ihr wieder loswerden müsst, dann könnt ihr natürlich auch mich anschreiben. Ja, genau, das, wenn man baut, das Löschen dieser Struktur, das Rückbauen der Struktur geht nicht wie bei anderen Servern 10 Minuten, sondern eine Viertelstunde. Haben wir auch noch was Besonderes eingebaut. Viele Leute gesagt, 10 Minuten ist ein bisschen kurz. Wenn ich da jetzt mehr baue, dann stelle ich fest, da habe ich mich verbaut oder die Wand nicht richtig gedreht. Darum habe ich die Zeit auf eine Viertelstunde erhöht. Wir hatten auch mal den Bauhammer, als generellen Abrisshammer hat sich allerdings nicht bewährt, weil man dann nämlich Strukturen damit nicht mehr reparieren kann. Und wenn man dann dagegen schlägt, dann ist die Wand weg. Und das hat natürlich viele Leute verwirrt. Dann haben wir das wieder rückgängig gemacht. Also wir diskutieren auf dem Discord-Server auch, was man noch verändern kann in den Settings. Und dann machen wir das natürlich auch. Jetzt werde ich mal ganz kurz irgendwo gleich schneiden und zu meiner Base rüber hüpfen. Ich schwimme so ungern. Und es würde auch so lange dauern. Hier laufen, das geht ja noch relativ schnell. Aber schwimmen, das ist immer so ein, naja. Also mache ich schnell einen Teleport darüber. Oh, genau. Geht relativ schnell. Und dann schmeiße ich meine gesammelten Sachen wieder in den Ofen, beziehungsweise erst voll ich nehme erstmal ein paar Sachen raus und lasse ihn wieder laufen, damit der Rest schmilzt. Und lege meine neu gefundenen Sachen hier in die Kiste. Da liegt schon was drin. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, später, wenn ich wieder mal umkomme, die Sachen zu schmelzen. So, soweit ist alles weg. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist meine kleine Base hier auf einem Eisberg. Ich habe auch keine Angst, die zu zeigen. Wie gesagt, selbst wenn ihr die raiden würdet, es macht nicht viel Sinn. Ich kann die schnell wieder abreparieren oder aufbauen. Ach ja, die
Griefzeit, also wenn ihr den TC wegmacht, um neuen zu platzieren, ist etwas erhöht, damit man einfach nicht so leicht die Basen griefen kann. Also ich finde es auch relativ doof, dass man dann die Basen grieft und dann zubaut, dass jemand, der dann nackig draußen steht und respawnt, nicht mehr in seine eigene Base kommt. Also wenn ihr schon irgendwo mal auch Online-Raids macht, bitte lasst es. Ihr könnt mehr einen TC setzen, damit ihr die Sachen abbauen könnt, aber baut den Eingang nicht komplett zu mit einer Wand, weil das macht einfach keinen Spaß für die Spieler, dann irgendwo wieder eine neue Base machen zu können. Vielleicht entscheiden sie sich dazu, dann ist das eine andere Sache, aber wenn ihnen die Entscheidung abnehmen, ist es natürlich nicht sonderlich schön. So, zu viel Metall hatte ich auch noch nie. Oh, schauen wir mal, was da noch reinpasst. Ja, kriege ich nicht so viel unter. Hält wie viele Tage? Oh, 14 Tage, glaube ich. Oder 11 Tage. Auf jeden Fall lang genug. Wie ihr wisst, ist ja der Verbrauch von Metall etwas geringer als der von Stein und noch geringer als der von Holz. Also macht es Sinn, dann irgendwann mal seine Base auf Metall umzurüsten, wenn man genug hat, weil man dann mehr Abkipp hat oder längeren Abkipp hat. Ah, habe ich überall Heizungen angebracht. Bin ja in einem Biom, das immer kalt ist. Und ja, bisschen was automatisiert habe ich schon. Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, dann werde ich noch mehr automatisieren. Hier oben habe ich zum Beispiel einen Schalter, da kann man alle Garage-Tours für den Turrets aufmachen. Es sind genug Turrets rundherum. Und ja, das soll es heute schon mal gewesen sein. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr umkommt und mal mitspielt bei uns. Wie gesagt, es geht hier vor allem um Spielspaß. Also dann tschüss.